Канал Deutsche Gut. Мы сейчас находимся в городе Гривен. Сюда приехала Ангела Меркель. В общем, она всем сказала, чтобы вы все подписывались на канал Deutsche Gut. Дают такую штучку. Сейчас пойдем вовнутрь. Посмотрим, что там. Послушаем. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Погнали. Ja, meine Damen und Herren, ich will dann auch feststellen, dass die Schließung der Bewerberliste vorliegt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Wahl der Bewerberin für ein Direktmandat in den Deutschen Bundestag. Jetzt steht erstmal der Bericht der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland für ihren Wahlkreis 15 an. Bitte, Angela Merkel. Liebe Freunde, ich verzichte jetzt auf einzelne Begrüßungen und liebe Anwesende, ich freue mich, dass ich heute hier wieder vor Ihnen stehen kann und mich als Kandidatin bewerbe für den Wahlkreis 15, für das Amt der Direktkandidatin im Deutschen Bundestag in der nächsten Legislaturperiode. Und es ist, glaube ich, richtig, wenn ich diese Gelegenheit nutze, einfach über die letzten 4 Jahre noch einmal zu berichten, soweit das in einer entsprechenden Zeit möglich ist. Und ich habe mir überlegt, wie stelle ich das an, denn wenn wir uns die letzten Jahre Revue passieren lassen, dann haben Themen wie der schreckliche Bürgerkrieg in Syrien, die Verfolgung der Jesiden im Irak durch den islamistischen Terror und den islamistischen Staat, der Konflikt Ukraine-Russland und die große Zahl von bei uns ankommenden Flüchtlingen natürlich die Abendnachrichten oder die Tagesnachrichten sehr oft bestimmt. Und manchmal ist es vielleicht so gewesen, dass das, was wir, und wenn ich sage wir, dann ist das die Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag unter der Führung von Eckhard Rehberg, über dessen Anwesenheit ich mich sehr freue, was wir so an politischer Arbeit für die Menschen im Lande auch geleistet haben, denn die positiven Nachrichten sind dann oft nicht im Vordergrund, sind natürlich die Themen und Konflikte. Und ich möchte Ihnen gerne etwas schwerpunktmäßig heute darüber berichten, was so alles in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurde und was das für uns hier im Wahlkreis bedeutet. Ich glaube, wir haben die Arbeit der Großen Koalition unter der CDU-Führung im Deutschen Bundestag recht gut unter das Motto soziale Marktwirtschaft zur gelebten Realität machen gestellt. Und was bedeutet soziale Marktwirtschaft? Soziale Marktwirtschaft, das hat Ludwig Erhard vor vielen Jahren gesagt, soll heißen Wohlstand für alle. Das ist der Auftrag, und wir wissen, dass uns das immer nur sehr unvollkommen gelingt. Und ein Auftrag für eine Legislaturperiode kann eigentlich immer nur sein, dass man am Ende der Legislaturperiode sagt, geht es uns unter dem Strich besser als am Beginn dieser Legislaturperiode. Und das wird auch für die nächste Legislaturperiode so sein, denn es wäre ja vermessen zu sagen, wir hätten alle Probleme gelöst. Und ich möchte zu den Themen Haushalt und Finanzen, gerade auch im Blick auf Länder und Kommunen, etwas sagen. Zu dem ganzen Komplex Wirtschaft, Bildung, Forschung, maritime Wirtschaft, ländlicher Raum, zu den sozialen Aspekten, zur Familienpolitik, zur Kultur und natürlich auch zu dem großen Thema innere Sicherheit. Soziale Marktwirtschaft, das ist eine gesellschaftliche Ordnung, die gedanklich davon ausgeht, dass jeder Mensch zur Freiheit, in freiheitlicher Umgebung, zur Verantwortung für andere Menschen aufgerufen ist. Das heißt, soziale Marktwirtschaft beschäftigt jeden in der Gesellschaft, das ist nicht nur Sache der Politik. Aber wir haben spätestens bei der internationalen Finanzkrise in jüngster Zeit gesehen, soziale Marktwirtschaft braucht Leitplanken. Und für diese Leitplanken sind wir als Politiker zuständig. Das ist das, was wir an Gesetzesarbeit machen. Damit ist aber die Gesellschaft nicht etwa schon komplett, sondern sie lebt vom Ehrenamt, sie lebt von den verschiedenen Engagements, sie lebt in Deutschland davon, dass wir politische Ebenen im Sinne des Föderalismus haben, Bund, Länder und Kommunen. Und sie ist also etwas sehr Vielfältiges, in das sich möglichst viele Menschen einbringen sollen. Und da ich ja für die Christlich-Demokratische Union kandidiere,
hat diese christlich-demokratische Union seit ihrem Bestehen den Anspruch, ein Angebot für jeden Menschen zu machen. Das steckt hinter dem Begriff Volkspartei. Wir machen nicht ein Angebot für eine Gruppe wie die FDP oder für zwei oder drei Gruppen in der Gesellschaft, sondern wir wollen jeden erreichen können. Diejenigen, die ein Unternehmen führen, diejenigen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die ehrenamtlich sind oder die, die sich politisch engagieren wollen. Die Rentnerinnen genauso wie die jungen Leute. Und das ist natürlich schwer, weil wir feststellen, dass die Interessen und die Vorstellungen der Menschen natürlich eher auch mehr auseinandergehen, als dass sie zusammengehen und jeder sich auch gerne über das, was ihn oder sie besonders interessiert, informieren möchte. Wenn ich also beginne mit Haushalt, Finanzen, so können wir davon sprechen, dass wir in der gesamten Legislaturperiode keine neuen Schulden gemacht haben. Das ist natürlich verschiedenen Faktoren geschuldet, aber es ist auch unserer sehr soliden christdemokratischen Arbeit in der Bundesregierung und im Deutschen Bundestag geschuldet. Eckhard Rehberg ist unser Mann für den Haushalt und ich möchte ihm an dieser Stelle ganz herzlich danken, weil er auf diesen Punkt sehr viel Wert gelegt hat. Dann fragen viele Leute uns. Ja. Sozialdemokraten sagen das auch oft, ihr mit eurem Fetischismus für die schwarze Null und ihr könnt nichts anderes als immer nur daran denken, dass wir keine neuen Schulden machen. Aber liebe Freunde, das ist im wahrsten Sinne des Wortes generationenübergreifende Politik. Wir sitzen schon auf einem großen Schuldenberg. Und wenn wir in Zeiten wie diesen, wo die Steuereinnahmen steigen, nicht in der Lage sind, wenigstens keine neuen Schulden zu machen, dann versündigen wir uns an unseren Kindern und Enkeln. Denn sie alle kennen die demografische Situation, sie alle kennen den Altersaufbau. Und hier gerade in diesem Wahlkreis ist die demografische Veränderung ja spürbar. Und wenn immer weitere Schulden noch dazukommen, schränken wir mit jeder neuen Schuldenmachen den Spielraum für die Zukunft ein. Und das ist nicht generationengerecht. Und deshalb stehe ich zu der schwarzen Null, deshalb stehen wir in der Bundestagslandesgruppe dazu. Und ich glaube, das ist mehr als nur Zahlenwerk, das ist verantwortliche, generationenübergreifende Politik. Nun sagen wir in der Bundestagsfraktion manchmal, naja, die Steuereinnahmen steigen ja überall, aber wenn man so zuhört, hat man immer den Eindruck, beim Bund steigen sie besonders schnell und mehr. Das ist nicht der Fall. Das Grundgesetz hat klare Aufteilungen über die Steuerquoten und wenn die Einkommensteuer steigt oder die Mehrwertsteuer steigt, dann steigt sie in allen drei Ebenen gleichermaßen. Dennoch haben wir jetzt gesagt, dass wir einen besonderen Schwerpunkt setzen wollen auf die Entlastung der Kommunen und damit natürlich auch der Länder. Warum? Weil wir überzeugt sind davon, dass die Menschen ihr persönliches Leben ja vor Ort gestalten. Es ist wichtig, für Verteidigung etwas auszugeben, es ist wichtig, für Entwicklungshilfe etwas auszugeben. Diese Kosten werden auch in den nächsten Jahren sogar noch ansteigen. Aber vieles spielt sich vor Ort ab. Und ich weiß, dass trotz unserer Hilfe die Lage der kommunalen Finanzen in vielen Bereichen in meinem Wahlkreis sehr, sehr schwierig ist. Weiß auch, wie schwierig das ist. Was kann der Kreis leisten? Was können die Kommunen leisten? Oft können sie gar nicht die Komplementärmittel bezahlen und vieles andere mehr. Und deshalb weiß ich, dass sich gerade der CDU-Teil der Landesregierung und alle unsere kommunalen Verantwortlichen natürlich immer wieder darüber Gedanken machen. Und ich hoffe, dass nach dem Abschluss des Bund-Länder-Finanzausgleichs das Finanzausgleichsgesetz und die kommunalen Finanzen auch nochmal von der Landesregierung in besonders positiver Form bedacht werden. Ich kenne die Spannung, die es hier auch durchaus im Lande gibt. Und hab ein Herz für die Kommunen, lieber Lorenz und dir eigentlich auch. Die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs oder Finanzbeziehung, die muss noch im Bundestag beraten werden, das wird und im Bundesrat, aber die Grundzüge haben wir festgelegt. Dankeschön, Herr Ebert. Die Grundzüge haben wir festgelegt. Das war eine Riesenkraftanstrengung und ich habe mir gestern Abend nochmal anhand der Zahlen von Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald berichten lassen, das führt dazu, und ich glaube, das ist eine große Beruhigung
für alle, die auch Kommunalpolitik betreiben, aber auch Landespolitik. Das führt dazu, dass ab dem Jahre 2020 mit dem Auslaufen des Solidarpakts II, der dann nicht mehr existiert, sich Mecklenburg-Vorpommern besser stellt, als es wäre, wenn der Solidarpakt II weiterlaufen würde. Deutlich besser. Und ich finde, das ist ein Wort, was wir dann auch an Sicherheit, an Planungssicherheit für das Land und für damit auch seine Kommunen eingeben, was von großer Bedeutung ist. Ich sage aber auch, uns ist das nicht leicht gefallen, weil der Bund dafür erhebliche Mittel einsetzen muss, zusätzliche Mittel einsetzen. Und Sie wissen durch die außenpolitische Lage, dass wir auch steigende Ausgaben in den Bereichen Verteidigung, in den Bereichen Entwicklungshilfe haben. Also wir haben ja vielfältige Verantwortung, trotzdem haben wir uns für diesen Schritt entschlossen. Und ich möchte etwas weiteres noch im Zusammenhang mit Finanzen sagen, was für mich sehr wichtig ist. Wir haben auch eine sehr grundlegende, und das ist Wolfgang Schäuble vor allen Dingen zu verdanken, internationale Aktivität gestartet, um mehr Steuergerechtigkeit in unser ganzes Finanzsystem zu bringen. Sie wissen, die internationale Finanzkrise ist entstanden, weil die Leitplanken genau gefehlt haben, die weltweiten Leitplanken für die Regulierung der Finanzmärkte. Und überall, wo darüber gesprochen wird, dass man doch diese Regulierung, die wir jetzt mühselig eingesetzt haben, wieder aufweichen könnte, da horche ich sehr auf, denn durch zu wenig Regeln ist eine Krise entstanden, die letztlich die einfachen Menschen auf der Welt bezahlt haben und nicht diejenigen, die diese Krise verursacht haben. Und das darf uns nicht wieder passieren. Deshalb eine Transparenzinitiative, also es wird in Zukunft klar sein, wer wo an Unternehmen Steuern zahlt weltweit. Ein Austauschsystem, ein Transparenzsystem, das wird uns sehr viel mehr Klarheit verschaffen und gerade große internationale Konzerne haben es ja geschafft, nirgendwo auf der Welt Steuern zu zahlen und das kann nicht gerecht sein und ich weiß um den Ärger, den es gibt und der ist ja auch völlig verständlich. Wenn Starbucks-Filialen gegenüber einem hier in Deutschland ansässigen Kaffeebetreiber, Kaffeehausbetreiber sind und der Kaffeehausbetreiber aus Deutschland muss seine Steuern zahlen und bei Starbucks ist es sozusagen überhaupt nicht klar, ob die irgendwo Steuern zahlen. Das ist nicht gerecht und da müssen wir ran. Auch soziale Marktwirtschaft und da kann man noch so fürs Unternehmertum sein. Diese Gerechtigkeit brauchen wir auf jeden Fall. Marktwirtschaft sagt, vor allen Dingen auch mit den Unternehmen beschäftigt. Der CDU ist es zu verdanken, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den letzten Wahlkampf erinnern, dass wir gesagt haben, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Die SPD hatte eine Vielzahl von Vorstellungen, wo man überall die Steuern erhöhen könnte. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass es diese Steuererhöhung nicht gibt. Und das ist für die Berechenbarkeit, das ist für die Planbarkeit von Unternehmen natürlich von allergrößter Wichtigkeit. Und wir haben dann eine sehr klare Politik zugunsten von Investitionen gemacht. Investitionen, die auch der Wirtschaft helfen. Ich erinnere hier an den Bundesverkehrswegeplan zum Beispiel. Ich erinnere an den Breitbandausbau, von dem Mecklenburg-Vorpommern sehr klug und sehr früh profitiert hat und wo ich hoffe, dass das jetzt auch dann sozusagen alles in die Erde kommt, damit die Menschen nicht nur davon hören, dass irgendwann mal guter Internetempfang ist, sondern dass sie das dann auch zu Hause spüren und in den Schulen spüren und in den Gewerbegebieten spüren. Dafür gibt es nochmal extra Programme. Und dieser Breitbandausbau muss mit aller Macht vorangetrieben werden und auch gerade im ländlichen Raum. Die Bundesregierung hat hierfür 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, weil wir wissen, dass im ländlichen Raum natürlich der privatwirtschaftliche Ausbau nicht so floriert und deshalb müssen wir hier helfend sein. Und für mich ist es so, Breitbandanbindung ist genau dasselbe, was man früher mit Anbindung an das elektrische Stromnetz und an das Wassernetz gemacht hat. Das gehört zur Daseinsvorsorge, das muss einfach zur Verfügung stehen. Und deshalb setzen wir uns alle mit aller Macht dafür ein. Da ist in diesem Wahlkreis vor allen Dingen die B96N wichtig. Die Abschnitte sind durchfinanziert. Wenn man so Grundsteine dort legt, dann
oder Spatenstiche macht, besser gesagt, und dann die Bauzeiten sieht für ein paar Kilometer, dann würde ich mal sagen, spürt man wieder, dass unser gesamtes Planungs- und Umweltrecht nicht gerade leichtfüßig ist, sondern eher relativ schwerfällig. Aber die gute Nachricht heißt, wir werden diese Anbindung haben und nach der A20, nach der Ortsumgehung in Stralsund ist das natürlich für die touristische Perspektive von Rügen von allergrößter Bedeutung. Gerade Eckhard Rehberg und andere haben sich sehr viel Gedanken gemacht um die maritime Wirtschaft, die für uns, aber nicht nur für uns in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch für Schleswig-Holstein, für Hamburg, Bremen von großer Wichtigkeit ist. Im internationalen Wettbewerb ist das nicht ganz so einfach und deshalb haben wir verschiedenste Vergünstigungen immer wieder erhalten, um bei uns auch noch maritime Wirtschaft zu haben. Und wir haben auch etliches getan, um Aufträge sozusagen zu platzieren. Ich will nur 5 Korvetten nennen, die im Etat des Verteidigungsministeriums jetzt aufgenommen wurden. Und natürlich ist die Wiederansiedlung von Gent, der Genting-Gruppe für Mecklenburg-Vorpommern, aber auch für Stralsund erst einmal eine gute und wichtige Nachricht gewesen. Und wir werden das natürlich alles aufmerksam begleiten, denn die maritime Wirtschaft ist einem großen globalen Wettbewerb ausgesetzt. Ganz eng zusammen, Witzenkuckert hat gestern auf dem Neujahrsempfang in Greifswald gesagt, ganz eng zusammen mit der Frage wirtschaftlicher Entwicklung steht die Frage, wie versteht sich Mecklenburg-Vorpommern, wie versteht sie auch mein Wahlkreis im Blick auf Forschung, auf Bildung, auf Entwicklung. Und ich glaube, neben dem Tourismus muss einfach eine gute Forschungs- und Entwicklungslandschaft hier sowas sein wie Leuchtturm, damit sich darum herum auch wieder Unternehmen ansiedeln. Und wir sehen das mit einer universitären, außeruniversitären Landschaft, sind wir doch ganz gut dabei. Ich habe im vergangenen Jahr den Wendelstein 7X, das erste Plasma, dort gezündet. Das sind 500 Arbeitsplätze von allerhöchster Bildung, die in Greifswald angesiedelt wurden durch diesen Wendelstein 7X. Wir haben die Institute, darum herum siedelt sich jetzt Pharmawirtschaft an. Wir haben Forschungsbereiche an der Universität Greifswald, die, deren Namen Ernst Moritz Arndt ich dann doch nochmal aussprechen möchte, weil ich doch sehr... Wahlkreis hat und weiß, was für eine Rolle Ernst Moritz Arndt hier in unserer Region spielt, dann ist man ein bisschen doch ja, erstaunt, ich sage es mal ganz zurückhaltend und ich glaube, wir sollten hier auch auf, ja, empört, sagt ein, ruft einer, kann man, ich gucke immer, ob man vielleicht noch mal was machen kann. Das kann man auch machen, aber ganz zum Schluss, das haben wir alle bei Helmut Kohl gelernt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das ist, mit der Devise bin ich politisch groß geworden. Und deshalb heißt die Aufgabe auch immer wieder darüber nachzudenken, wie man sprechen kann, wie man etwas tun kann, damit vielleicht dann auf Strecke auch nochmal wieder ein gutes Klima für Ernst Moritz Arndt an der Greifswalder Uni ist. Also Fachhochschule in Stralsund. Universität in Greifswald. All diese Einrichtungen haben natürlich eine schwierige Stellung angesichts auch der begrenzten Haushaltssituation und wir haben damals zu Beginn dieses Jahres, dieser Legislaturperiode gesagt, wir übernehmen als Bund das BAföG ganz und die dadurch für die Länder frei werdenden Mittel sollen wieder in die Hochschulen und Universitäten hineingesteckt werden. Und ich bin der CDU-Fraktion im Landtag unendlich dankbar, dass Sie da ganz akribisch drauf geachtet haben, der Sozialdemokratie keine Möglichkeit gegeben haben, da auszubüchsen. Und es ist in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt worden, das kann man nicht von jedem Land sagen. Und damit hat die Universität Greifswald zum Beispiel wieder eine bessere Möglichkeit, auch die Fächer Ukrainistik und Baltistik zu erhalten, die für unsere Region natürlich wieder von unglaublicher Bedeutung sind.
Und Sie wissen, dass sich aus so etwas dann auch Netzwerke entfalten, dann kommen Menschen, dann entstehen Kontakte. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass da gerade auch die spezifischen Fähigkeiten unseres Raumes gesichert werden konnten. Also insgesamt, und das Grupp Wissenschaftskolleg, da konnten wir die Haushaltsmittel aufstocken von 400.000 auf 750.000 Euro im Jahr. Damit kann auch sehr viel bewegt werden, also gute Nachrichten. Wir haben breite Forschung auch der verschiedensten Forschungsaktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern durch das Wirtschaftsministerium, durch das Forschungsministerium, insbesondere auch im Bereich Elektromobilität, im Bereich digitale Wirtschaft, immer ausgerichtet an den Bedürfnissen auch gerade des Mittelstands. Nun ist für uns Wirtschaftsentwicklung einmal Wirtschaftsentwicklung in den Städten, aber natürlich auch die Stärkung des ländlichen Raums. Und wenn ich auf die nächsten 4 Jahre sehe, wenn ich jetzt auf den Wahlkampf sehe, dann, wenn ich auf das Landtagswahlergebnis sehe, dann müssen wir schon konstatieren, dass wir hier noch ein Riesenproblem haben und dass wir uns dieses Problem annehmen. Wir hatten extrem schwierige Zeiten erstmal für die Landwirte. Hier ist es uns gelungen, durch viele Maßnahmen jetzt mal wenigstens den Milchpreis wieder in eine Region zu bringen, wo man ein bisschen nach vorne gucken kann. Das Problem ist noch nicht gelöst. Wir haben sehr viel getan, immer wieder auf der europäischen Ebene, aber auch durch Werner Kuhn, aber auch durch unseren Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, um mit den Fischquoten klarzukommen. Das ist ein weites und vermintes Feld, aber ich glaube, auch da ist geachtet worden. Aber für mich das Beste und Wichtigste ist das Bundesprogramm ländliche Entwicklung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben der GAK. Und da glaube ich, dieses Programm zur ländlichen Entwicklung, bei dem beispielhafte Vorhaben, Konzepte in den ländlichen Regionen entwickelt werden können, dies sollten wir, Eckert, wenn man mal an die Zukunft denkt, doch eher noch ausbauen, weil ich hier eine Möglichkeit sehe, dass der Bund hier spezifisch eingehen kann, gerade bei denen, die auch gute Ideen haben und die eigene Lösungen vor Ort entwickeln. Denn wir können das ja nicht alles mit der Gießkanne machen, von der Eifel bis nach Vorpommern, sondern das hat jede Region ihre spezifischen Möglichkeiten und die müssen wir dann versuchen, auch durch den Bund mit fördern zu können. Aber natürlich auch den Städten wird das Thema Digitalisierung natürlich weiter eine große Rolle spielen. Wir haben die digitale Agenda in diesen 4 Jahren sehr stark nach vorne gebracht. Wir wissen, die gesamte industrielle Fertigung wird sich verändern. Wir wissen, der Mittelstand muss mitkommen, um als Zulieferer für diese großen Industriebetriebe auch da zu sein. Und deshalb ist natürlich der Breitbandausbau so wichtig, aber deshalb sind auch die digitalen Fähigkeiten wichtig. Also wir haben sowohl im Bildungsbereich hier große Aufgaben, aber wir haben eben auch große Aufgaben bei der Frage, wie können wir die Chancen der Digitalisierung besser auch für die Infrastruktur im ländlichen Raum lösen. Und manches mag heute noch wie Zukunftsmusik ansehen, aber wenn ich so an die nächsten 4 Jahre denke, dann würde ich sagen, müssten wir mal versuchen, in diesem Raum, der so dünn besiedelt ist in weiten Teilen, auch intelligente Konzepte des öffentlichen Personennahverkehrs zu entwickeln. Sie können heute mit Hilfe des Internet sehr viel spezifischer Bedürfnisse abbilden. Wann möchten Menschen fahren? Wo möchten sie hinfahren? Da brauche ich nicht jedes Mal einen großen Bus, sondern da kann ich mit flexiblen Angeboten sehr viel besser arbeiten. Und ich versuche jetzt auch hier gerade, habe mich da auch gerade für verschiedene Unternehmen interessiert und werde das auch im Wahlkreis bekannt machen. Wir werden die Fragen der Telemedizin sehr viel stärker haben. Harry Glabe weiß, wovon die Rede ist, um einfach auch gute medizinische Versorgung sicherstellen zu können in den ländlichen Regionen. Und hier muss man zum Teil auch wirklich neu denken. Und natürlich brauchen wir erstmal eine anständige Anbindung. Deshalb ist das der Glasfaserausbau hier auch so wichtig. Wir haben dann in dieser Legislaturperiode sehr viel getan und ich glaube, viele Menschen haben das hier auch gespürt im Bereich der sozialen Seite, der sozialen Marktwirtschaft. Ich nenne das Thema Mindestlohn, nicht immer bei uns einhellig begrüßt in der christlich-demokratischen Union, da braucht man nicht drum herum zu reden, aber wir können sagen, die Arbeitsmarktlage hat sich trotz Mindestlohn nicht verschlechtert, im Gegenteil, sie hat sich verbessert insgesamt. Und eins will ich dann doch sagen, seit 2005 haben wir jetzt die Arbeitslosigkeit in Deutschland halbiert.
Und ich finde, das ist schon mal ein Wort. Es sind immer noch 2,5 Millionen. Und auch nicht nur irgendwie für ganz Deutschland, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern halbiert. Wir haben sehr viel gemacht bei der Rente. Sie wissen, die CDU hatte das Programm Mütterrente. Das, wenn es dann einmal da ist, ist es schnell auch konsumiert. Aber das ist für viele Frauen ein erheblicher Zuschlag gewesen bei der Rente. Wir haben die abschlagsfreie Rente ab 63 bei 45 Versicherungsjahren gehabt. Das war ehrlicherweise keine Idee der Christlich-Demokratischen Union. Ich weiß aber, dass viele Menschen davon trotzdem sehr gerne Gebrauch machen. Und da die Sozialdemokraten sich manchmal auch für was feiern, was wir eingebracht haben, können wir uns auch mal sagen, wenn wir es schon gemacht haben, sollten wir wenigstens drüber sprechen, wenn es für die Menschen wichtig ist. Und wir haben einmal müssen wir noch gesetzlich umsetzen, etwas für Erwerbsminderungsrenten getan, das ist ganz wichtig. Diejenigen, die nicht bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, weil sie krank geworden sind, haben die große Abschläge. Und wenn Sie fragen, wo ist eigentlich das größte Risiko für Altersarmut heute, dann liegt es bei denen, die ihr Berufsleben nicht bis zum Renteneintrittsalter fortsetzen können. Und deshalb ist gerade diese Gruppe auch von besonderer Bedeutung. Wir haben dann nach langer Diskussion, weil das eine schwierige Sache ist, jetzt uns geeinigt auf ein Vorgehen, noch nicht durch die Länderkammer, aber auf ein Vorgehen bei der Angleichung der Rente Ost und West. Ein Thema, was ja immer wieder auch zugespitzt in Wahlkämpfen eingesetzt wird. Dieses Thema ist deshalb so schwierig, weil natürlich die heutigen Rentnerinnen und Rentner sagen, ich will gleichgestellt sein mit meinen Rentnern in den alten Bundesländern. Das muss aber dann, wenn ich das Rentenrecht angleiche, gleichermaßen bedeuten, dass die, die heute noch im Erwerbsleben sind, auch gleichgestellt sind mit denen, die in den alten Bundesländern im Erwerbsleben sind. Und nun bedeutet das eben, dass die Rentner tendenziell mehr bekommen, aber die Bewertung des Rentenpunktes sozusagen, den ich erreiche, wenn ich noch im Arbeitsleben bin, etwas geringer wird. Und deshalb haben wir gesagt, und ich finde, das ist verantwortlich, wir können nicht möglichst in einem Schritt alles angleichen. Das ist toll für die Rentner, aber das ist nicht gerecht für diejenigen, die noch im Arbeitsleben stehen. Und deshalb soll das jetzt in 7 Schritten erfolgen. Wir sind ja schon bei der Angleichung bei 93-94%. Und insofern sind das jetzt nur noch die letzten Meter sozusagen, aber nicht überstürzt, um die, die heute im Arbeitsleben stehen, nicht zu überfordern. Und das ist eine klassische Lösung, die Christlich-Demokratische Union erarbeitet hat. Und die, die immer nur über die Rentner sprechen und die anderen vergessen, sagen nicht die volle Wahrheit. Und ich finde, bei solchen Sachen muss man die volle Wahrheit sagen. Und im praktischen Leben der Menschen eine große Rolle spielen, sind die Pflegestärkungsgesetze. Wir haben sehr viel gemacht in der Pflege, wir haben die Beiträge erhöht. In dieser Legislaturperiode gehört auch zur Wahrheit. Aber das führt dazu, dass wir einen neuen Pflegebegriff haben, der jetzt auch die Demenzkranken mit einbezieht. Und das war nicht gerecht, was wir da bisher hatten. Wir haben bessere Entlohnungsmöglichkeiten im ambulanten und im häuslichen Bereich und im stationären Bereich. Wir haben die Bürokratie ein Stück weit weggenommen. Wenn man mit Pflegekräften spricht, weiß man, dass das durchaus bemerkt wird, dass man also sich mehr um die Menschen kümmern kann. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben auf dem Weg noch immer weiter viel zu tun. Und der Staat darf auch nicht so tun, als ob er mit der Pflegeversicherung das sozusagen kompensieren kann, was es bedeutet, wenn ich zu Hause in der Familie einen Pflegefall habe. Es bleibt eine Versicherung, die versucht zu helfen, aber es wäre vermessen zu sagen, wissen Sie, mit Hilfe dieser staatlichen Versicherung merken Sie eigentlich gar nichts mehr. Und deshalb möchte ich allen, die im Pflegebereich tätig sind, ob zu Hause, ob als Pflegekräfte, einfach nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Wir wissen, dass wir da weiter achten müssen, dass dieser Beruf auch ein Beruf ist, der geachtet wird in der Gesellschaft. Thank you.
fand es sehr gut, dass der NDR jetzt um die Weihnachtszeit herum eine große Aktion gemacht hat, um gerade auch die Hospizarbeit einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben bei diesem Hospizgesetz darauf geachtet, dass es das ausdrücklicher Bestandteil auch ist, dass die Leistungen Vertragsärzte, dass sie vergütet werden und dass Palliativpflege in der häuslichen Krankenpflege für Pflegedienste abrechenbar wird und dass wir vor allen Dingen in ländlichen Regionen auch spezielle ambulante Palliativmedizin aufbauen können, auch für unseren Bereich von allergrößter Bedeutung. Zwei Stichworte noch, aber auch eigentlich von größter Wichtigkeit. Der Bund beteiligt sich an dem Ausbau der Kita-Plätze. Und wir haben jetzt Eckpunkte gemacht, das wollen wir noch vor der Legislaturperiode Ende durchsetzen, dass das Unterhaltsvorschussgesetz verändert wird. Das heißt, dass man für diejenigen, bei denen die Väter nicht den Unterhaltsvorschuss bezahlen, für die alleinerziehenden Mütter, dann bis zum 18. Lebensjahr, also 18 Jahre Unterstützung bekommt und nicht mehr nur 6. Nun weiß ich, dass der große Teil der alleinerziehenden Frauen, da sehen Sie auch, wo unsere sozialen Probleme liegen, heute im Hartz-IV-Bereich ist. Das heißt, für die ist es relativ egal, wer nun was bezahlt, weil der Unterhaltsvorschuss natürlich gegengerechnet wird. Und trotzdem ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt, nicht nur 6 Jahre seitens des Staates einzutreten, sondern dann auch die ganz 18 Jahre für die Kinder dafür einzutreten. Wir haben in dieser Legislaturperiode einen ganz besonderen Schwerpunkt gesetzt auf die Förderung auch von kulturellen Einrichtungen. Jetzt kann man fragen, warum machen wir das? Und ich sage Ihnen ganz offen, wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Überall gibt es Veränderungen, Brüche, Neuerungen, Unsicherheiten. Und da ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig zu wissen, wo kommen wir her? Was sind die Orte unserer Geschichte? Und nicht zugucken zu müssen, wie diese Orte unserer Geschichte im Grunde verfallen. Ich habe in dem Zusammenhang nur auch eine Bitte. Lassen Sie uns als CDU dafür werben, dass die Geschichtskenntnisse unserer Bürgerinnen und Bürger besser werden. Auch die Kulturkenntnisse im umfassenden Sinne. Denn wenn man heute Kirchen saniert, dann wäre es natürlich auch nicht schlecht, dass die da durchgehen, auch so ein bisschen erklären können, was für Bilder da am Altar sind und was für Skulpturen da sind. Und wenn man so ein bisschen die pommersche Landesgeschichte erklären kann, denn wenn wir zum Beispiel für das Pommersche Landesmuseum 5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, dann finde ich, ist das eine tolle Sache für unsere Identität. Aber es muss halt auch gelebt werden und es dürfen keine Projekte für wenige sein, sondern es müssen Projekte sein, wo die Schüler reingehen, wo man das als Teil der Bildung hat. Denkmalschutz hier im Wahlkreis wirklich viel Segensreiches bewirkt und nicht nur in Stralsund und Greifswald bei den Kirchen, sondern eben auch bei Stadttoren und Kirchen in Triebsees, in Marlow, in Prero, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, Barth, Kapelle Klevenow und so weiter und so fort. Also wir haben sehr darauf geachtet, dass wirklich auch eine flächendeckende Verbesserung der Situation eintreten kann. Und dass wir jetzt das Barther Kinderfest und das Tonnenabschlagen auf der Halbinsel Fischland-Darstings auf der Liste des immateriellen Kulturerbes haben, das ist eigentlich auch etwas Schönes. Das ist zwar nicht Geld direkt, aber das zeigt, dass wir hier auch beachtliche Dinge haben. Und nie vergessen, dass Stralsund gemeinsam mit Wismar Weltkulturerbe ist, darauf kann man auch durchaus sehr stolz sein. Nun, meine Damen und Herren, last but not least, also wirklich nicht zuletzt, das ganze Thema der Sicherheit und auch ein großes Thema der Beunruhigung war ja die große Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge. Wir haben, das wissen Sie, im Jahre 2016 die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge stark reduziert. Aber immer noch gibt es die Diskussion, was war das für eine Entscheidung und wie ist das gekommen und was hat das bedeutet? Ich glaube, ich möchte zwei Dinge nennen, die für mich sehr wichtig waren. Auf der einen Seite, die humanitäre Situation in Syrien und im Irak ist und war besonders dramatisch. Die Bilder aus Aleppo kennen Sie alle.
Und wenn wir uns mal fragen, welchen Beitrag Deutschland leistet, um auch gerade hier wieder Frieden zu schaffen, so haben wir uns entschieden, im Irak die Peschmerga zu unterstützen. Wir überwachen den Kampf gegen den islamistischen Terror mit. Aber wir sind weit davon entfernt, ein Land zu sein, das sich am allermeisten um den Kampf gegen den islamistischen Terror militärisch einsetzt. Und insofern, glaube ich, war es aus meiner Sicht richtig zu sagen, wir brauchen eine gewisse Zeit, bis wir die Frage der illegalen Flüchtlingsbewegung, die ja von Schleppern und Schleusern auch sehr unterstützt wurde, ordnen und steuern können. Diese Zeit hat uns viel Anstrengung gekostet. Und ich möchte die Gelegenheit auch nochmal nehmen, allen Haupt- und Ehrenamtlichen ganz herzlich zu danken, die bis heute mit den Flüchtlingen arbeiten und ihnen helfen, sich hier zu integrieren. Das ist eine großartige Leistung. Herzlichen Dank dafür. Wir reden da viel darüber. Diejenigen, die nach einem Gerichtsverfahren, erst einmal einem rechtsstaatlichen Verfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und anschließend einem Gerichtsverfahren kein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, denen müssen wir mit großer Konsequenz, damit wir unsere humanitären Verpflichtungen erreichen können, auch sagen, ihr müsst unser Land auch wieder verlassen. Und da müssen wir noch vieles hinbekommen, auch in Gesprächen mit Ländern, die nicht in Europa liegen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und das müssen wir auch nicht nur darüber reden, sondern auch umsetzen und da müssen wir noch besser werden. Und ich weiß, dass viele auch das Abkommen mit der Türkei ein bisschen kritisch sehen, aber ich muss Ihnen noch mal sagen, es hat dazu geführt, dass wir den Schleppern und Schmugglern das Handwerk legen konnten. Und das ist auch im Sinne von Flüchtlingen, wenn Sie einfach mal überlegen, dass im letzten Jahr bei denen, die von Libyen gekommen sind, übers Mittelmeer, über 4.000 Menschen ertrunken sind im Mittelmeer. Da die Schlepper nehmen nicht die geringste Rücksicht auf das Schicksal dieser Menschen. Deshalb müssen wir schaffen, auch mit afrikanischen Ländern Migrationspartnerschaften zu entwickeln, bei denen wir denen helfen, die Lebensbedingungen zu verbessern und gleichzeitig den Schleppern das Handwerk zu geben. Im Zusammenhang, nicht direkt, aber auch, haben Sicherheitsfragen gerade durch den islamistischen Terrorismus, aber auch andere Sicherheitsfragen wieder stark an Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, das Thema innere Sicherheit wird uns auch in den nächsten Jahren sehr klar begleiten. Wir brauchen hier mehr Personal, das ist eine Diskussion auf der Landesebene, das ist eine Diskussion auf der Bundesebene, sowohl bei Grenzkontrollen, aber vor allen Dingen auch im Lande. Wir haben die Personalzahlen im Haushalt riesig aufgestockt. Wir sind jetzt im Augenblick dabei, die vielen neuen Stellen auch zu besetzen und überhaupt fachkundige Menschen zu finden. Aber eins sage ich auch, und darauf wird die CDU immer achten, und das haben wir auch im Bundestag und in der Bundesregierung getan, es reicht nicht, einfach nur die Zahl der Menschen zu erhöhen, sondern wir müssen für die Sicherheitsbehörden auch vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Wenn die Bundespolizei oder die Landespolizei eins ums andere Mal die Menschen, zum Beispiel Täter, sozusagen fast, aber sie erleben, dass sie nach 203 Tagen wieder auf freiem Fuß sind, dann ist das natürlich demotivierend. Und deshalb muss die Rechtsordnung, die technische Ausstattung und die Zahl des Personals müssen in Einklang stehen. Und es reicht eben heute nicht mehr aus, die Telefonüberwachung für Festnetze und Handys machen zu können, wenn anschließend die Terroristen wissen, dass sie mit WhatsApp ungestört kommunizieren können, weil das nicht überwacht werden darf. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen und vor denen wird die CDU nicht die Augen verschließen. Liebe Freunde, alles in allem also konnten Sie sehen, dass wir viel vorangebracht haben. Damit will ich aber nicht erzählen, dass damit alles gelöst ist. Mir ist sehr wohl bewusst, dass da noch viel zu tun ist. Ich habe die Punkte auch markiert, innere Sicherheit, ländliche Räume. Vorne mit dabei zu sein in der Welt bei Fragen von Bildung und Entwicklung und Forschung ist auch eine permanente Aufgabe. Ich möchte mich dafür auch in den nächsten Jahren einsetzen. Ich möchte mich bedanken bei denen, die hervorgehoben haben, dass ich doch ab und zu im Wahlkreis bin bei anderen Aufgaben. Sie haben das in einem günstigen Licht dargestellt. Ich persönlich wäre gerne öfter hier, muss aber doch auch sagen, dass eben auch viele andere Aufgaben zu lösen sind. Und weil
so ist und weil sie mir in meiner politischen Heimat einfach auch immer den Rücken gestärkt haben. Ob das die Vertreter auf der kommunalen Ebene sind, im Ehrenamt, ob das die Landtagsabgeordneten sind, ob das meine Kollegen in der Bundestagslandesgruppe sind, die immer mal wieder für mich auch Termine übernommen haben im Wahlkreis. Dafür möchte ich ganz herzlich danken. Das ist nicht selbstverständlich. In der Politik redet man nicht immer nur, wenn die Anwesenden nicht, wenn bestimmte Leute, wenn man selber nicht dabei ist, gut übereinander. Ich habe aber den Eindruck, dass es nicht hinter meinem Rücken ganz viele Klagen gibt, sondern dass, wenn es mal drängt, man mir sagt, so, jetzt musst du aber wirklich mal wieder kommen. Und dann besinne ich mich auch wieder. Ich möchte mich bei meinem Team im Wahlkreisbüro ganz herzlich bedanken, die auf unauffällige und liebevolle Weise die Lücken meiner Anwesenheit versuchen auszugleichen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass so etwas wie eine politische Heimat wie dieser Wahlkreis auch in meiner Arbeit als Bundeskanzlerin und als Bundesvorsitzende der CDU etwas ganz Wichtiges ist. Und je länger ich Bundestagsabgeordnete bin, und ich bin jetzt ganz froh, dass Philipp Amthor wenigstens sozusagen ein Gegengewicht gegen meine langzeitige Wahrnehmung dieses Wahlkreises bildet. Ich habe ja in dieser Legislaturperiode zu meinem 25. Jubiläum als Bundestagsabgeordnete in Trien-Wilhershagen eingeladen gehabt. Da weiß man, was ein Vierteljahrhundert ist, eine lange Zeit. Aber je länger ich diese politische Heimat habe, umso mehr weiß ich sie zu schätzen, auch im Blick auf meine anderen Arbeiten als Parteivorsitzende und als Bundeskanzlerin. Weil die Rückbindung dazu, was kommt eigentlich von dem, was wir im Bundestag beschließen, an und was kommt nicht an und was wird gar nicht gespürt, wo wir denken, wir haben ein dickes Ding gemacht und auf der anderen Seite, wo manchmal was gut sich auswirkt, wo wir es gar nicht so beachtet haben, diese Rückbindung zu haben und auch zu wissen, wie Gesetze ankommen und so weiter, das ist von allergrößter Wichtigkeit, um nie zu vergessen, dass wir ja nicht Politik um der Politik willen machen. So, eigentlich machen wir Politik dafür, so ist mein Verständnis immer, dass alle, die keine Politik machen wollen, das, was sie sonst im Leben machen wollen, vernünftig ausführen können und sagen, dafür haben wir die richtigen Rahmen, die richtigen Leitplanken und da bleibt natürlich immer auch noch viel zu tun. Mit diesem Dank möchte ich schließen und sagen, ich würde mich gerne auch in den nächsten 4 Jahren wieder einsetzen für diesen wunderschönen Wahlkreis, der im Laufe der Jahre immer größer geworden ist, was dafür spricht, dass die Zahl der Menschen, die drin leben, weniger geworden sind. Das zeigt eines der Probleme unserer Region, aber der ein wirklich toller Wahlkreis ist. Und deshalb herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank für den eindrucksvollen Bericht über die Arbeit der letzten 4 Jahre im Bundestagswahlkreis, aber natürlich auch dort. Die 7% wäre natürlich hilfreich für uns alle. Denn wir können uns das Geld hier, was wir letztendlich durch Umsatzsteuersenkungen bekommen, nicht einfach in die Tasche stecken, sondern wir geben es aus vor Ort für den Tischler, für den Elektriker. Так, вот это вот, короче, она прикатила на такой машине. Да, это ее мигалки. В общем, побывали мы, послушали ее, очень прикольно.